Wir sehen nämlich hier, dass von Natur aus die CO2-Konzentration in dieser geologischen Epoche, dem Quartär, in dem wir uns hier befinden, zwischen 190 und 290 Teilen pro Million geschwankt hat. Und wir sehen im Vergleich, was in den letzten 100 Jahren jetzt passiert ist, nämlich ein Anstieg um etwa ein Drittel. Inzwischen liegt die CO2-Konzentration bei etwa 385 Teilen pro Million und damit eben weit höher, als es jemals seit mindestens einer Million Jahre gewesen ist. Zu 100% vom Menschen verursacht. Anhand von Isotopenmessungen kann man feststellen, dass die Zunahme dieses CO2, dass das fossiler Kohlenstoff ist, der aus den fossilen Ressourcen kommt und nicht etwa aus dem Meer oder sowas, weil es eine andere Isotopenzusammensetzung hat. Wenn ich in der Atmosphäre die Konzentration erhöhe, dann tritt CO2 in den Ozean über, weil da ein Konzentrationsgefälle dann entsteht zwischen Luft und Wasser. Wenn wir weiter CO2 so viel emittieren wie bislang, schon in etwa 50 Jahren an die kritische Grenze kommen, wo Teile des Ozeans beginnen zu sauer zu werden, um eben diese Vielfalt des Lebens noch zu unterstützen. Die Sonnenaktivität wird in den Medien häufig auch bemüht, dass manche sagen, vielleicht erklärt die Sonne ja die globale Erwärmung. Wenn überhaupt, dann sind wir in den letzten Jahren hier in dem tiefsten und längsten Minimum der Sonnenaktivität seit Beginn der Satellitenmessung in den 70er Jahren. Das heißt, wir können mit der Sonne auf keinen Fall eine globale Erwärmung erklären. Es wird ja den Klimaforschern auch gerne in den Medien vorgeworfen, wir seien zu pessimistisch oder gar alarmistisch. Ich wünschte, das wäre so. Die Messdaten zeigen leider das Gegenteil, nämlich dass wir viele wichtige Trends noch unterschätzt haben in der Vergangenheit und dass die Messdaten inzwischen die Prognosen überholen. Reden wir ein wenig über die Folgen einer solchen Erwärmung, denn allein wärmere Durchschnittstemperaturen an sich sind gar nicht das Hauptproblem dabei, sondern es sind Dinge wie Extreme. Wir haben im Sommer 2003 ja ein Beispiel einer extremen Hitzewelle, sehr wahrscheinlich die wärmsten Sommertemperaturen seit Jahrhunderten erlebt. Man kann natürlich ein solches Einzelereignis nie auf den langfristigen Klimawandel kausal direkt zurückführen, aber man kann sagen, wie sich die Häufigkeit solcher Ereignisse verändert. Und die Berechnungen zeigen eben, dass diese Art von Sommerhitze in den 2040er Jahren normal sein wird, also etwa die Hälfte der Sommer wird wärmer, die Hälfte wird kälter sein. Und in den 2060ern werden wir praktisch nie mehr einen so kühlen Sommer erleben in Europa, wie dieser extreme Hitzesommer 2003 gewesen ist, wenn wir weiterhin ungebremst CO2 emittieren. Außer den Temperaturen sind die Niederschläge natürlich besonders wichtig, für die Landwirtschaft natürlich noch wichtiger. Das große Bild zeigt Ihnen die Messdaten der letzten Jahrzehnte. Wir sehen einen Trend zur Austrocknung im Mittelmeerraum, ganz deutliche Abnahme der Jahresniederschläge. Das ist also ein Trend, der sich auch bereits bewahrheitet und der dann nicht nur zu Dürreproblemen in der Landwirtschaft führt, sondern auch zu solchen Dingen wie diesen extremen Waldbränden, wie wir sie zum Beispiel in Griechenland im August 2007 erlebt haben. Eine weitere physikalische Folge einer Erwärmung ist ein Anstieg des Meeresspiegels, weil warmes Wasser sich ausdehnt und weil in einem wärmeren Klima Kontinentaleis schmilzt und dadurch zusätzliches Wasser ins Meer strömt. Das heißt letztlich, wir müssen tatsächlich deutlich vor 2020 die Wende hinbekommen, sonst schaffen wir es nicht mehr, die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen.